Wer seine Sünde verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Die Bedingungen, unter denen wir Gottes Barmherzigkeit erlangen, sind einfach, gerecht und vernünftig. Der Herr verlangt von uns nichts Schweres, um Vergebung der Sünde zu erhalten. Wir brauchen keine langen und ermüdenden Pilgerreisen zu unternehmen oder uns quälenden Bußübungen zu unterziehen, um uns bei dem Gott des Himmels zu empfehlen oder unsere Übertretungen zu sühnen. Denn wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Der Apostel sagt: Bekennt einander die Verfehlungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt eure Sünden Gott, der sie allein vergeben kann, und einander euer Verschulden. Wenn du deinen Freund oder Nächsten gekränkt hast, dann musst du dieses Unrecht bekennen, und er hat die Pflicht, dir freien Herzens zu vergeben. Dann bitte Gott um Vergebung, denn der Bruder, den du verletzt hast, ist Gottes Eigentum, und indem du ihm geschadet hast, hast du gegen seinen Schöpfer und Erlöser gesündigt. Der Fall wird vor den einzig wahren Mittler gebracht, unseren großen Hohepriester, der in allen Dingen versucht worden ist, so wie wir, doch ohne Sünde, der mit unseren Schwachheiten mitfühlt und uns von jedem Schandflecken der Ungerechtigkeit reinigen kann. Wer sich vor Gott nicht gedemütigt und zu seiner Schuld bekannt hat, hat die erste Bedingung der Annahme nicht erfüllt. Wenn wir diese Reue, die man nicht bereuen muss, nicht erfahren haben, wenn wir nicht mit wahrer Herzensdemut und einem zerbrochenen Geist unsere Sünden bekannt haben und unsere Schandtaten verabscheuen, haben wir niemals wirklich nach Vergebung der Sünde gesucht. Und wenn wir nie danach gesucht haben, haben wir auch nie den Frieden Gottes gefunden. Der einzige Grund, warum unsere vergangenen Sünden nicht erlassen wurden, besteht darin, dass wir nicht bereit sind, unsere Herzen zu demütigen und den Bedingungen des Wortes der Wahrheit nachzukommen. Darüber wurden uns deutliche Anweisungen gegeben. Ein Sündenbekenntnis, ob öffentlich oder privat, sollte aus tiefstem Herzen kommen und freimütig bekannt werden. Der Sünder darf nicht dazu gedrängt werden. Es darf nicht leichtfertig und gleichgültig geschehen oder Menschen aufgezwungen werden, die das abscheuliche Wesen der Sünde noch nicht erkennen. Ein Bekenntnis aus der Tiefe der Seele findet seinen Weg zu dem Gott unendlichen Erbarmens. Der Psalmist sagt: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ein echtes Bekenntnis ist immer konkret und bekennt die einzelnen Sünden. Es können Sünden sein, die man nur vor Gott allein bringen muss. Es kann Unrecht sein, dass man denjenigen Personen bekennen muss, die dadurch Schaden erlitten haben. Oder es können Sünden sein, die in der Öffentlichkeit begangen wurden, die dann auch öffentlich bekannt werden sollten. Aber jedes Bekenntnis sollte eindeutig sein, auf den Punkt gebracht werden und genau die Sünden beinhalten, derer man sich schuldig gemacht hat. Zur Zeit Samuels wichen die Israeliten von Gott ab. Sie erlitten die Folgen der Sünde, denn sie hatten ihren Glauben an Gott verloren und konnten nicht mehr erkennen, wie weise und kraftvoll er sein Volk regierte. Sie trauten ihm nicht mehr zu, seine Sache zu schützen und zu verteidigen. Sie wandten sich von dem großen Herrscher des Universums ab und wollten so wie die Völker um sie herum regiert werden. Bevor sie Frieden fanden, bekannten sie deutlich: Denn zu all unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Sie mussten genau die Sünde bekennen, die ihnen bewusst geworden war. Ihre Undankbarkeit bedrückte ihre Seelen und trennte sie von Gott. Gott kann unser Bekenntnis nicht annehmen, wenn wir die Sünde nicht ernstlich bereuen und uns nicht bessern. Entschiedene Veränderungen müssen im Leben stattfinden. Es gilt, alles abzulegen,
was Gott missfällt. Dies wird die Folge aufrichtiger Reue sein. Uns wird deutlich gesagt, was wir selbst tun müssen. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Trachtet nach dem Recht. Bestraft den Gewalttätigen. Schafft der Weise Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Wenn der Gottlose das Pfand wiedergibt, den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er gewisslich leben und nicht sterben. Paulus sagt über die Reue: Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gott gewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn die Sünde das Gewissen abgestumpft hat, dann erkennt der Missetäter seine Charaktermängel nicht und nimmt auch nicht wahr, wie schlimm seine bösen Taten sind. Und solange er sich der überzeugenden Kraft des Heiligen Geistes nicht hingibt, bleibt er gegenüber seiner Sünde teilweise blind. Seine Bekenntnisse sind nicht aufrichtig und ernst gemeint. Jedem Schuldbekenntnis fügt er eine rechtfertigende Entschuldigung hinzu und erklärt, er habe diese oder jene gerügte Tat nur aufgrund gewisser Umstände getan. Nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen hatten, erfüllte sie ein Gefühl von Scham und Entsetzen. Ihr erster Gedanke war, wie sie ihre Sünde entschuldigen und dem gefürchteten Todesurteil entkommen könnten. Als der Herr sie wegen ihrer Sünde befragte, legte Adam in seiner Antwort die Schuld teils auf Gott und teils auf seine Gefährtin. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Die Frau schob die Schuld auf die Schlange und sagte: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Warum hast du die Schlange geschaffen? Warum hast du sie in den Garten Eden kommen lassen? Die Fragen waren in der Entschuldigung für ihre Sünde enthalten. Und somit machten sie Gott für ihre Übertretung verantwortlich. Der Geist der Selbstrechtfertigung hat seinen Ursprung im Vater der Lügen und zeigt sich bei allen Söhnen und Töchtern Adams. Solche Bekenntnisse sind nicht durch Gottes Geist gewirkt und werden von Gott nicht angenommen. Wahre Reue wird einen Menschen dazu führen, seine Schuld selbst zu tragen und sich ohne Täuschung und Heuchelei zu ihr zu bekennen. Wie der arme Zöllner, der nicht einmal wagte, seine Augen zum Himmel zu erheben, wird er ausrufen: Gott, sei mir Sünder gnädig. Alle, die sich zu ihrer Schuld bekennen, werden gerechtfertigt. Denn Jesus tritt für jede bußfertige Seele mit seinem eigenen Blut ein. Die Beispiele von echter Reue und Demütigung in Gottes Wort offenbaren einen Geist des Bekennens, wo die Sünde nicht entschuldigt wird und man nicht versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Paulus versuchte nicht, sich zu schützen. Er schilderte seine Sünde in den schwärzesten Farben und bemühte sich nicht, seine Schuld abzuschwächen. Er sagte: Viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wo ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte, und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen, und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Er zögerte nicht zu sagen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Thank you.
das demütige und zerbrochene, durch aufrichtige Reue überwältigte Herz wird etwas von der Liebe Gottes und dem Preis von Golgatha wertzuschätzen wissen. Und so wie ein Sohn seine Schuld vor seinem liebenden Vater bekennt, wird auch der wahrhaft reumütige Mensch alle seine Sünden vor Gott bringen. Es steht geschrieben: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit.